habe eine Schönheitsoperation machen lassen. So was macht man doch nur, wenn man steinalt ist. Du siehst doch wirklich noch gut aus. Also erstens mal würde so ein Teilhabe die Arbeit abnehmen und zweitens Geld mitbringen. Mhm. Und überall mit reinreden. Diese Melena, die zieht mich voll über den Tisch. Ich muss dringend aus diesem Scheißvertrag rauskommen. Ich könnte Ihnen aushelfen. Reichen Ihnen 100.000? Also, was ist? Nehmen Sie mein Angebot an? Wenn alles glatt läuft, dann kann ich mir den Bagger vielleicht auch alleine ersteigern. Dankeschön. Es geht weiter. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Als nächstes kommt ein echtes Prunkstück zum Aufruf. Es geht um den nagelneuen Industriebagger Marke Tiger MK55 auf Seite 7 unserer Liste. Das Grundgebot lautet auf 100.000 Mark. Jawohl. 100.000 von dem Herrn mit der Nummer 6. Irgendwelche weiteren Interessenten? 130.000. 130.000 von dem Herrn mit der Nummer 8. 160.000. 160.000 von dem Herrn mit der Nummer 6. 190.000. 190.000 von dem Herrn mit der Nummer 8, meine Damen und Herren. Gleich ist mein Pulver verschossen. 200.000 ist für mich die absolute Grenze. Nicht nervös werden. Frau von Anstetten bietet bestimmt nicht mehr viel mehr. Die braucht doch keinen Industriebagger, haben Sie doch selber gesagt. 190.000 sind geboten. Aber ich möchte heute noch die 200.000 hören. 200.000. Der Herr mit der Nummer 6 hat 200.000 geboten. 200.000. 200.000 zum ersten, 200.000 zum zweiten und 200.000 zum... 240.000. 240.000. Sie haben noch 100.000 in Reserve. Denken Sie an mein Angebot. Sie haben immer noch die Chance zu einem Superschnäppchen. Zu diesem Preis kriegen Sie dieses Fahrzeug sonst nirgend. 280.000. 280.000, meine Damen und Herren. Niemand mehr? Na gut, dann 280.000 zum ersten, 280.000 zum zweiten und 280.000 zum dritten. Der Tiger MK55 geht an den Herrn mit der Nummer 6. Endlich. Das war dann auch für Sie zu viel. Haben Sie vielen Dank. Ohne Ihre Unterstützung hätte ich bei 200 aussteigen müssen. Ist doch nicht der Rede wert. Ich gratuliere Ihnen zu dem guten Kauf. Ein wunderbarer First Flush, der Tilly. Danke. So. Das ist bequemer. Kathi, lass mal, ich bin doch kein Pflegefall. Keine Widerrede. Du musst dich erst noch erholen. Wie Sie meinen, Schwester Kathi. Jetzt erzähl doch mal. Hat es sehr wehgetan? Ach, so ein Eingriff ist an sich ziemlich unkompliziert. Ja, aber es war doch eine richtige Operation, so mit Narkose, oder? Kathi, quäl doch deine Mutter nicht so. Vielleicht will sie gar nicht darüber reden. Tut mir leid, das interessiert mich nur mal. Also, ich finde, es hat sich echt gelohnt. Gab's denn da noch was zu verbessern? Du hältst dich da raus. Ich find's wirklich ziemlich cool. In Amerika machen das schon alle. Ach, Kathi. Nee, echt. So wie wir zum Friseur gehen, lassen die sich mal eben die Tränensäcke wegmachen. Die machen's alle, wie die Filmstars. Also, wenn du so wild drauf bist, dann lass ich dir gleich mal ein Zimmer reservieren. Kontakte habe ich jetzt genug. Na ja, also, ein bisschen was könnte man schon noch verändern. Und wenn Christoph mitgeht, kriegen wir vielleicht noch Gruppenrabatt. Jetzt siehst du doch mal positiv. Ohne Tanja würden wir jetzt bestimmt nicht so friedlich beisammen sein, oder? Hm. Kannst du ja für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Ich hätte schon eher den Oscar für Special Effects verdient. Für den Film Zwei Männer und ein Baby, oder? Hm. Und dass diese Männer noch immer nicht wissen, von wem das Baby ist. Hm. Und es ist genau das, was mich fertig macht. Was soll ich denn da positiv sehen? Was machst du eigentlich, wenn es wirklich von dir ist? Ein Kind von Tanja und mir? Ich würde mir die Kugel geben.
Ich könnte es wahrscheinlich noch nicht mal auf dem Arm halten. Ich meine, wer ist auch ein Teil von dir? Und zum anderen Teil von Tanja. Das ist genau der Teil, der mir nicht gefällt. Deine Gefühle können sich während der Schwangerschaft auch ändern. Also so lange kann keine Schwangerschaft dauern. Ich hab's doch bei Florian gesehen. Der hat sich so auf das Kind gefreut. Wenn Sophie die Mutter wäre, dann würde ich mich drauf freuen. Aber so. Und es wäre bei dir nicht anders. Ein Kind von Nicole wäre okay. Aber eins von Tanja? Wenn ich den Namen Nicole höre, dann bekomme ich schon Gewissensbisse. Irgendwann musst du es ja sagen. Ja, aber nicht jetzt. Wann dann? Wenn ich definitiv weiß, dass ich der Vater bin. Hi. Hi, Nicole. Heute mal ohne Jan? Ja, Gott sei Dank. Habt ihr euch gestritten? Nein, er hat nur mal wieder seine schlechte Laune an mir rausgelassen. Wieso das denn? Ach, er hat Stress mit seiner Agentin und ich darf dafür büßen. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Ja, Jan hatte Stress mit seiner Agentin. Oh, erzähl, was ist los? Ach, du hast recht. Ich bin nicht ganz bei der Sache. Sorry. Willst du einen Kaffee? Was hast du denn? Ach, erstens macht mich die Arbeit hier ein bisschen fertig. Und zweitens geht mir die Geschichte mit Tanja einfach nicht aus dem Kopf. Wieso? Was, wieso? Meinst du, ich finde es witzig, dass Henning als Vater von Tanjas Baby in Frage kommt? Wie bitte? Tanja ist schwanger? Das wusstest du nicht? Also dann bist du wirklich die Letzte, die das erfährt. Nee, ich hatte keine Ahnung. Ja, aber was ist denn dann mit Henning und dir, wenn er Vater wird? Wenn er der Vater ist, das steht ja noch nicht fest. Aber du hast doch gemeint, dass er... Ich habe gesagt, er kommt als Vater in Frage. Aber, also, es gibt ja noch andere Kandidaten. Du meinst Jan? Ja. Hat er dir wirklich noch nichts gesagt? Hallo. Hallo, Schatz. Ja. Na, das war vielleicht ein Tag. Der Mann hat bestimmt 3 Kilo verloren. So sehr hat er geschwitzt. Aber es hat sich gelohnt. Ja, für uns. Ja, für jemand anderen ist diese Versteigerung leider etwas enttäuschend verlaufen. Ja, was denn nun? Habt ihr was ersteigert oder nicht? Sagen wir sie. Ja, natürlich. Also, wir haben den Maschinenpark von der Arno Brandner Bau um einige wertvolle Stücke erweitert. Und um einen nagelneuen Industriebagger. Ja und? Was habt ihr für bezahlt? Ach, ungefähr so viel, dass noch etwas übrig blieb, um dir auf dem Rückweg diese kleine Erinnerung an einen denkwürdigen Tag zu besorgen. Für mich? Ach Arno, du bist ja verrückt. Ja, das habe ich nie bestritten. Arno. Ach, sag mal. Können wir uns denn das überhaupt leisten? Also wer sich einen MK55 leisten kann, darf sich auch so etwas leisten. Aber was habt ihr eben eigentlich gemeint? Für wen ist die Versteigerung nicht so gut gelaufen? Och, wir haben eine alte Bekannte getroffen, die plötzlich ihre Liebe zu gebrauchten Baumaschinen entdeckt hat. Alte Bekannte? Frau von Anstetten war auch auf der Versteigerung. Sie hat doch tatsächlich versucht, uns hochzutreiben. Aber leider ist ihr die Luft dabei ausgegangen. Hofer hat genau gewusst, dass sie geblufft hat. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Sie sah nicht besonders glücklich aus. Das ist etwas untertrieben. Sie ist fast geplatzt. Oh, also auf den Erfolg müssen wir aber anstoßen. Kommt, ich hol eben Gläser. Es war echt super hier. Christoph hat sich die ganze Zeit um mich gekümmert. Hast du dich dafür bedankt? Das braucht sie nicht. Wir sind schließlich Freunde. Dann musst du mir aber auch die Jungtiere zeigen, die gestern gekommen sind. Das hast du mir versprochen. Am besten sofort. Aber wir können doch Barbara nicht alleine lassen. Gero wird mir Gesellschaft leisten. Tja, also dann. Klasse! Bis gleich. Tschüss. Kannst du mir mal sagen, was los ist? Nichts. Mit mir ist alles in Ordnung. Eben nicht. Du tust so, als hätte ich was verbrochen. Genau, das hast du ja irgendwie auch. Du hast deinen Körper dem Risiko einer Operation ausgesetzt. Für nichts und wieder nichts. Für nichts und wieder nichts? Du weißt ja gar nicht, was das für eine Frau bedeutet, wenn sie spürt, dass sie ja, nicht und mehr... Und wie soll es jetzt weitergehen? Legst du dich jetzt jedes Mal unter das Messer, wenn du Kummer hast, oder wie? Gero, du redest vollkommenen Schwachsinn. Gut, dann höre ich eben auf damit. Wenn dir das Geschwätz von Kathi lieber ist... Wo gehst du denn hin? Sophie anrufen. Oh... War das ein Tag? Ich glaube, ich hau mich gleich in die Falle. Ist was?
Und, hast du mir nichts zu sagen? Nee. Wieso fragst du? Du weißt genau, was ich meine. Ich rede von Tanja und ihrem Baby. Nicole, es tut mir leid. Ach, red doch nicht raus. Ich weiß genau Bescheid. Nicole, bitte. Ich wollte dir alles erklären, sobald... Sobald was? Sobald das Baby da ist? Vielleicht so als kleines Überraschungsei? Nein. Ich wollte erst mal sicher gehen, dass ich wirklich auch der Vater bin. Ich wollte dich nicht unnötig aufregen. Das ist dir auch gelungen. Ich habe ja gleich gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Aber jedes Mal, wenn ich dich gefragt habe, kamen irgendwelche bescheuerten Ausreden. Ja, und was hast du jetzt davon? Nur Stress. Und genau das wollte ich dir und Julia ersparen. Julia? Was hat denn Julia damit zu tun? Ja, immerhin ist sie meine Schwester. Ach, spar dir deine Worte und lass mich endlich in Ruhe. Hau dich ruhig in die Falle. Aber nicht bei mir. Entschuldigung, bist du zufällig José? Ja, wieso? Gero hat gerade angerufen. Er kommt ein bisschen später. Hm? Das war blöd. Hat er gesagt, wann er kommt? Er ist nur kurz aufgehalten worden. Irgendwas Familiäres. Glaubst du mir nicht? Hat er vielleicht eine andere Verabredung? Ach, Quatsch. Da kennst du Gero aber schlecht, der ist. So was macht er nicht. Der lässt dich nicht hängen. Du kennst ihn wohl ziemlich gut, was? Vielleicht besser als jeder andere. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Na ja, erzähl doch mal. Was willst du hören? Die Unanständigen oder die Anständigen? Die Anständigen kann er mir selbst erzählen. Diesen Triumph haben wir ausschließlich Herrn Hofer zu verdanken. Ach ja? Ich hatte zwar die Kredite im Rücken, aber im entscheidenden Moment ist auch mir fast die Luft ausgegangen. Ja, und dann? Dann hat mir Herr Hofer mit 100.000 Mark unter die Arme gegriffen. Aber das war doch selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich zahl's zurück so schnell wie möglich. Das hat keine Eile, Herr Brandner. Na, möglicherweise lässt sich das ganze Jahr auch anders regeln. Vielleicht brauchen Sie irgendwann mal so eine Art stillen Teilhaber. Genau, Arno, das ist die Idee. Das habe ich dir heute Morgen schon gesagt. Entschuldigt bitte, aber das halte ich für keine gute Idee. Sehen Sie, ich habe diese Firma alleine aufgebaut. Sie ist praktisch mein eigenes Kind. Ich habe zwar die alleinige Verantwortung, aber Herr Hofer, ich entscheide auch allein und das ist mir sehr wichtig. Das war ja auch nur ein Vorschlag. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich bereit wäre, enger mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Es ehrt mich zwar, aber ich möchte es trotzdem alleine versuchen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Aber um Gottes Willen! Ich hätte Ihnen da aber noch einen anderen Vorschlag zu machen. Ich möchte Ihnen gerne das Du anbieten. Also, ich heiße Bert. Ich bin Arno. Ja, darauf sollten wir noch mal anstoßen. Nanu, alle in Champagnerlaune? Hast du wieder einen Riesenauftrag gemacht? Nein, Schatz, ich habe eine Schlacht gewonnen gegen Clarissa von Anstetten. Sie war heute auch auf der Versteigerung. Was hat die da zu suchen? Sie wollte mich ärgern, aber es ist ihr nicht gelungen. Ihr Vater hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Susanne, eine Tiger MK55 für 280.000 Mark. 280.000 Mark? Ja. Das ist ja fast der Neupreis. Ja, aber nur fast. Dafür sind die Maschinen aber auch nicht neu. Ich glaube, die Flasche hättet ihr euch sparen können. Die Einzige, die jetzt was zu feiern hat, ist Frau von Anstetten. Natürlich sind männliche Models eitel. Viel mehr als wir Frauen. Ach, was weißt du denn von uns Frauen, hm? Vielleicht mehr, als du denkst. Hey. Hallo zusammen. Jerona, endlich. Einen so schönen Mann lässt man doch nicht warten. Tut mir leid, aber es ging nicht anders. Worüber habt ihr euch denn gerade so eifrig unterhalten? Na, über Frauen natürlich. Was denn sonst? Und über Models. Jedenfalls, das größte Problem für ein Model ist, dass man jedes Pfund sieht, das zu viel ist. Hier zum Beispiel. Also ich hab's ganz gern, wenn hier ein bisschen mehr ist. Also ich hab das bisschen mehr gern woanders. Ich hätte dieses bisschen mehr auch ganz gern woanders, ja. Sei froh, dass du so aussiehst. Ich kenne Fotografin, die hat sich solche Riesenmöpse machen lassen, dass sie nicht mehr gerade gehen konnte. Ja, ja, du spinnst. Können diese Augen lügen? Ja, und zwar ziemlich schlecht. Was ist, glaubst du mir auch nicht? Ach, doch, doch. Ich bin nur ein bisschen müde.
Irgendwie bin ich gerade auch sehr müde. Ja, vielleicht sollten wir uns wirklich ein bisschen ausruhen. Nach so einem harten Tag. Schafft ihr es denn noch oder soll ich euch oben ein Zimmer herrichten? Ach, keine Angst. Ich glaube, wir können uns beherrschen. Ich glaube nicht. Was fällt dir ein, mich dermaßen vor Hofer zu blamieren? Ich habe nur gesagt, was ich von deinen tollen Geschäften halte. Soll ich dich vielleicht vorher um Rat fragen? Warum nicht? Ist besser als 280.000 Mark einfach zu verpulvern. Susanne, ohne diese Maschinen schaffe ich den Auftrag von Hofer nicht. Und ohne diesen Auftrag kann ich dicht machen. Das ist doch nur ein Vorwand. Ein Vorwand? Wofür? Das ist dein verdammter Stolz. Du wolltest Clarissa eins auswischen. Was geht dich das eigentlich an? Halt dich da raus! Nicht, wenn es ums Geschäftliche geht. Verbinde mit diesem Ton, ja? Das ist ja toll. Als Tippse bin ich dir gut genug. Aber bei allen anderen Dingen, da soll ich's Maul halten. Hätte ich nichts dagegen. Auf deine neunmal klugen Ratschläge kann ich nämlich sehr leicht verzichten. Das wollen wir mal sehen. Was soll das heißen? Ich kündige. Wie bitte? Ich lasse dich mit dem ganzen Scheiß alleine. Dann verderbe ich dir wenigstens nicht mehr deine geschäftlichen Triumphe. Na, das ist eine Überraschung. Willst du mit mir frühstücken? Nein, ich habe keinen Appetit, danke. Was ist denn los? Es geht um Tanja. Gott sei Dank nur um Tanja. Was ist denn diesmal mit ihr? Wie soll ich sagen, sie hier? Sie ist schwanger. Etwa von dir? Nein. Ich meine, wir wissen es nicht so genau. Kein Wunder. Bei so einem Flittchen. Es gibt nur noch einen, der in Frage kommen könnte. Jetzt sag bloß nicht Christoph. Nein. Es ist Henning. Was? Meine Söhne haben die Liebe zum Reitsport entdeckt. Und seit wann weißt du das? Schon eine ganze Weile. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Was willst du jetzt machen? Wenn ich wirklich der Vater des Kindes sein sollte, dann werde ich mich auch darum kümmern. Mir fehlt nur das nötige Kleingeld. Was ist denn hier los? Ich habe Clarissa gerade alles erzählt. Wie bitte? Können wir das nicht mal allein erledigen? Nichts werdet ihr alleine erledigen. Ich sehe ja, wo das hinführt. Was soll das heißen? Darüber reden wir später. Und noch über einiges mehr. So. Musst du schon gehen? Ja, ich habe noch ein paar dringende Termine in der Stadt. Hm. Pass gut auf dich auf. Das macht Kathi schon für mich. Ach, Christoph, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, gern. Was denn? Mein Auto ist noch zu Hause. Kannst du es vielleicht hierher bringen? Kein Problem. Ich hole mein Taxi. Wo ist denn der Autoschlüssel? In meiner Wohnung auf dem Sekretär. Hier ist der Schlüssel. Gut, brauchst du sonst noch was? Nein. Na gut, dann macht's gut, ihr beiden. Ciao. Was ist? Hast du Schmerzen? Nein, nein, es ist alles nur ein bisschen viel für mich. Ich fühle mich noch ein bisschen schwach. Ha, hat bestimmt mit Gero zu tun. Der hat sich ja gestern wie ein Idiot aufgeführt. Naja, wir haben uns ein bisschen gestritten. Er will einfach nicht verstehen, warum ich mich habe operieren lassen. Also ich finde, du siehst jetzt noch toller aus. Wenn du es noch ein paar Mal sagst, glaube ich es wirklich. Tja, was so eine Operation nicht alles ausmacht. Tja, da habe ich schon ganz andere Sachen von dir gehört, du. Sag mal, musst du nicht ins Büro? Ich hatte gehofft, dass Susanne doch noch mitkommt. Sieht leider nicht so aus. Du kennst sie doch. Susanne macht keine Rückzieher. Warum sollte sie auch? Ach komm, nun ärgere dich nicht. Denk lieber an den tollen Kauf von gestern. Es muntert dich auf. Gegenteil. Je länger ich darüber nachdenke, desto mulmiger wird mir. Ich glaube, dass dieser tolle Kauf eher ein großer Fehler war. Meinst du wirklich? Susanne hatte recht. Ich wollte vor Clarissa den großen Mann markieren. Jetzt habe ich meinen Industriebagger für 280.000 Mark und meine Tochter will nicht los. Also komm, Arno, mach mal einen Punkt. Susanne ist ja noch nicht gestorben. Sie hat gekündigt. Trotzdem, der Tag hatte auch sein Gutes. Ach ja? Na, du hast einen wichtigen Partner gefunden. Solange du Hofer auf deiner Seite hast, kann der Firma doch eigentlich nichts passieren. Entschuldigung, wusste nicht, dass jemand hier ist. Macht doch überhaupt nichts.
Wollen Sie zu Gero oder wohnen Sie auch hier? Nein, ich bin ein Freund von Geros Mutter. Ich wollte nur was abholen. Gero muss gleich kommen. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Wo steckt er denn? Er müsste gleich fertig sein. Er wollte nur kurz duschen gehen. Falls er nicht zusammengebrochen ist. Zusammengebrochen? Naja, letzte Nacht hat er ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Wahrscheinlich hat er geglaubt, beim Heimspiel muss er sich besonders anstrengen. Nicole, bitte lass uns doch reden. Nun lauf doch nicht weg, das ist doch kindisch. Ich bin ein Idiot, ja, ich weiß. Aber ich habe einfach Angst gehabt. Ich konnte dir die Wahrheit nicht sagen. Ich wollte unsere Beziehung nicht gefährden. Liebst du Tanja immer noch? Ich liebe nur dich. Aber wenn das Kind von mir ist, dann muss ich dazu stehen. Ich kann es nicht einfach verleugnen, auch wenn ich dich dadurch... Aber ich will dich nicht verlieren. Ich will nur, dass du mir hilfst. Soll ich dir helfen? Den du mir verzeihst. Also, wenn das alles ist, dann habe ich dir schon geholfen. Verzeihst du mir wirklich? Ich begreife es nicht. Du benimmst dich wie ein kleiner Junge, der sich die Augen zuhält, damit ihn keiner sieht. Ich denke eben erst nach, bevor ich was tue. Ja, das habe ich gemerkt. Und dass ich dir weiterhelfen könnte, auf die Idee bist du nicht gekommen. Oh. Sag mal, wieso kommst du als Vater überhaupt in Frage? Habt ihr denn nicht verhütet? Ich habe jedes Mal ein Kondom benutzt. Und woher kommt das Kind? Vielleicht vom Heiligen Geist? Na, was weiß ich, vielleicht ist du in den gerissen. Man steckt da ja nicht drin. Ach nein. Bitte, Clarissa, können wir vielleicht das Thema wechseln? Ich krieg das in den Griff. Ich werde noch mal mit Tanja reden. Dazu hast du lange genug Zeit gehabt. Jetzt werde ich die Sache in die Hand nehmen. Ah. José, was hältst du davon, wenn wir am Wochenende ein bisschen... Ich wollte nur den Autoschlüssel für deine Mutter holen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich hier... Ist dir das etwa peinlich? Vielleicht solltest du dich ein bisschen mehr um deine Mutter kümmern. Sie war gestern ziemlich fertig, nachdem du ihr so zugesetzt hast. Christoph, mein Privatleben geht dich nichts an. Deine Liebschaften interessieren mich überhaupt nicht. Also, Gero, wenn du mit dem Duschen fertig bist, dann werde ich jetzt mal ins Bad gehen. Mir geht's um deine Mutter. Erst seit Karin wieder weg ist oder schon vorher? Was du ihr zu ihrer Operation gesagt hast, war nicht sehr einfühlsam. Über eine so schwachsinnige und völlig überflüssige Operation kann ich nicht einfühlsam reden. Deine Mutter hat ein Recht auf Respekt. Du redest von Respekt? Ausgerechnet. Was soll denn das? Du hast dir doch das Gefühl genommen, eine attraktive Frau zu sein. Ich? Ja, du! Du hast sie doch zu dieser bescheuerten Operation getrieben. Wegen dir hat sie jahrelang gelitten. Du hast das alles auf deinem Gewissen.